Während die Welt sich auf das Coronavirus konzentriert, brennt der Amazonas-Regenwald ab. Am schlimmsten ist es in Brasilien, aber auch die anderen Amazonas-Anrainerstaaten roden. Kapitän Kettensäge, wie sich Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro spaßhaft nennt, lässt die Brandrodungen zu, hat er doch Gesetze, die Umweltkriminalität bestrafen, außer Kraft gesetzt. Wenn es so weitergeht, dann wird der Amazonas-Regenwald zur Savanne. Der Schaden, der hier angerichtet wird, ist irreversibel. 60 bis 70% des Amazonas-Regenwaldes werden zur Savanne. Und das für immer. Der Ort Novo Progresso liegt unter einer dichten Rauchschicht. Brasilien braucht Land für Rinder. Das Geschäft mit Rindfleisch für China und Hongkong läuft gut. Nur weil Einzelpersonen in Novo Progresso Umweltverbrechen begehen, sollten nicht alle Menschen aus Novo Progresso in einen Topf geworfen werden. Zugegeben, wir brauchen Land, aber wir respektieren die Umwelt. Wir können nicht einfach alles brandroden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden an die 30% mehr Brände gezählt.